Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Wir haben in der letzten Folge mal hier in die Kiste geguckt und einiges bekommen. Ich war jetzt unten, wie nennt man sich das, Mohn holen, weil daraus roten Farbstoff bekommen. Aus diesem roten Farbstoff können wir nämlich eine Ranch machen. Dafür brauchen wir drei Eisen, ein Redstone und ein Farbstoff. Eisen haben wir genug. Redstone müsste noch irgendwo oben liegen. Also hier habe ich auch noch Eisen. Sag mal nicht, dass Redstone fehlt. Ne, da. Eisen, Redstone und Redstone hierhin. Hierhin. Dann haben wir nämlich einen Schraubenschlüssel. Weil dann können wir jetzt das mit dem Alloy-Smelter reparieren. Ich möchte ja nicht, dass er da andauernd connected ist. So, jetzt ist sie connected. Jetzt müssen wir das hier nur noch rausnehmen. Dann alles schmelzen. Und dann kann er hier nämlich anfangen, unser Eisen zu schmelzen. Immer aktiv. Jetzt fängt die hier an zu schmelzen. Cobblestone packen wir mal nirgendwo rein. Ja, ansonsten haben wir extrem viel Kohle noch. Ich mache uns jetzt erstmal eine Diamantrüstung. Weil irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich denkt, so viel brauchst du gar nicht sparen. Gut, ein Helm, eine Hose. Schuhe und eine Brustplatte. Gut, so dann. Sind wir nämlich jetzt voll equipped. Das packen wir mal schön zusammen. Dann haben wir immer noch 57 Diamanten. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können natürlich runtergehen. Allerdings warte ich da erstmal hier drauf. Ach komm schon. Hat er erstmal ein bisschen Cleanstone geschmolzen gerade. Jetzt kommt das Eisen, sehr schön. Ja, hier irgendwo kommt noch das ME-System hin. Muss ich mal überlegen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hier so dran an die Säule, die hier oben das. Ah ja, oben das. Ich habe euch mein fertiges Haus noch gar nicht gezeigt. Und zwar, erste Änderung, die euch auffällt, wir haben kein Spitzdach mehr. Zweites, die Tür ist weg. Man kommt jetzt von hier hinten rein. So, man läuft nämlich hier. Ist man jetzt schön draußen. Lol, das ist eine schwebende Insel. Aber eine komplett schwebende, soweit ich weiß. So, und dann sieht das von außen so aus. Bisher ist da nur ein bisschen Licht installiert, so. Das soll ich aber noch ändern. Dann kommt man nämlich hier hoch. Und dann ist hier das Badezimmer. Ich dachte mir, komm, bevor du jetzt Milchglas holst, hier guckt eh niemand rein. Das heißt, da kommt da Dusche, Badewanne, Waschbecken, kleine Schränkchen, Handtücher und alles hin. Hier ist dann mein Arbeitszimmer mit den Bücherregalen, die ich da weggenommen habe. Und dann kann ich hier auf eine Terrasse gehen. Das ist der Stützpfeiler, den ihr auch unten seht. Ab hier bin ich in der Luft. Wenn ich mich hier untergrabe, bin ich tot. Ja, hier mit einem schönen Geländer. So, hier wollte ich noch irgendwas hinstellen. So ein kleines Bäumchen oder so. Dann mal weiter zum nächsten Raum. Dann wäre das hier das, die Küche. Und hier kommt ein Schlafzimmer hin.
Für mich und meine Frau. Es liegt noch Schnee drin. Wundert euch da nicht drüber. Es hatte geschneit, als das Dach noch nicht da war. So, hier soll ein Kamin hinkommen. Hier ist dann so ein Wohnzimmer mit schönem Ausblick. Und hier wird früher oder später noch ein Durchbruch gemacht, wo es dann zum großen Turm da geht. Der soll dort errichtet werden. So. Ja, das war's eigentlich auch schon hier mit dem Haus. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Was ich halt noch beobachten muss, ist das mit dem Baum, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Der hat echt was drauf. Direkt erstmal 44 Eisen wieder. Gut. Aber schmilzt der nicht alles? Nee, der schmilzt drei gleichzeitig immer. Jo, elektrischer Stahl, Silizium, Kohlepulver und Eisen. Energielegierung. Ja, also Dunkelstahl müssen wir auf jeden Fall machen. Weil das ist eine der geilsten Rüstungen, die ich kenne. Die hat einen Gleiter, da brauchen wir diesen scheiß Schacht hier nicht mehr. Obwohl, doch, brauchen wir eigentlich schon. Oder müssen uns da einen großen Turm bauen und mit einem Slime-Launcher wegschießen lassen, so wie ein Elytra-Launcher. Nur, dass wir dann gleiten. Also, ich finde, das sieht schon echt geil aus, hier mit dem, mit der Stadt, wie die sich entwickelt. Ich meine, wir haben jetzt drei Häuser. Da stand damals ein schönes Haus. Allerdings wird da jetzt ein Rathaus errichtet. In ein paar Folgen. Je nachdem, wann es passt. Und ja, gut. Hier die Warterei ist ein bisschen elendig. Ich wollte warten, bis hier alles durchgeschmolzen ist, was ich hier im Inventar habe. Darum würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Lasst es krachen. Ciao.